Ich habe Post bekommen. Es kam schneller als gedacht. Vielen, vielen Dank an diejenige, die es mir geschickt hat. Ja, ich war ganz aufgeregt. Und wir lesen da mal jetzt mal so ein bisschen rein in das, was der Kula so geschrieben hat zu seinem Fallexperiment. So, wir erinnern uns, ne, an das Fallturm-Experiment. Da sind praktisch diese Elemente in so einem Vakuumfallturm, in einer Aluminiumkapsel, gen Boden gerauscht und dabei sind die Elemente mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit gefallen. Ne, und aufgrund der verschiedenen Zeiten und aufgrund dieser bestimmten Angaben konnte der Kula dann die Abweichungen in Prozent für diese unterschiedlichen Elemente berechnen und ist dann eben darauf gekommen, dass die allgemein anerkannte Gravitationskonstante, die da der Newton damals irgendwie definiert hat, hier hat man sie, glaube ich, gehabt, irgendwas mit 6,3 irgendwas. Ah ja, hier haben wir sie, das ist die Gravitationskonstante von Newton, 6,673 mal 10 hoch minus 11 und da ist eine Genauigkeit von in dem 10 hoch minus 11 gegeben, ne, dass es ein bisschen hin und her geht. Und jetzt ist beim Kula aber hier eine Gravitationskonstante von dem Wert, also 6,5. Ne, das ist schon erheblich unterschiedlich. Das geht ja bis zu 0,78% Abweichung ist das hier. Ich glaube, bei Eisen ist es am meisten, was er gemeint hat. Und das ist ja eine Verletzung, ne, dieser Universalität des freien Falles, wenn da die Elemente in so einem riesengroßen Bereich Unterschiede aufweisen. Und dazu jetzt hier nochmal ein paar Briefe auf Deutsch, die hier in dem Buch drin sind. Okay, sehr geehrter Herr Titus, mein Preprint, The Non-Equivalence of. Okay, ich mach mal hier weiter, ne? Für Zahm und Tab 2 für Chamik erstellt sind, gibt, glaube ich, genügend Hinweise, warum ich Fallexperimente mit Beryllium und Lithium plane. Ich weiß, dass für viele Physiker die Prognosen für die Fallzeitunterschiede unglaublich hoch erscheinen. Es gibt wiederum eine Anzahl von Kollegen, die mit der akzeptierten Theorie der Gravitation unzufrieden sind und eine grundsätzliche Klärung erwarten. Es muss also eine Entscheidung herbeigeführt werden. Eine direkte Messung der Materialabhängigkeit des freien Falles mit Beryllium oder Lithium im Vergleich mit gewöhnlichen Metallen ist noch nicht durchgeführt worden. Hierzu könnte die Referenzbeschleunigung der Kapsel in ihrem Fallturm dienen, die überwiegend aus Aluminium besteht. Nachdem der Tab 1 eine erhebliche Abweichung in der Fallzeit Delta T der Kapsel aus Aluminium zu den Elementen Lithium, Beryllium und Barium besteht. Im Übrigen auch zu den Elementen, was ist das? Thallium, Gold und Uran am Ende des Periodensystems. Wäre diese Messung mit wenig Aufwand und mit hinreichender Genauigkeit direkt messbar? Die Unsicherheit des Literaturwertes der Gravitationskonstante mit 1500 Parts per Million ist zum Vergleich in den Tabellen eingetragen. Die 0,15% Unsicherheit von G überlappt sogar alle Elemente mit Ausnahme der Elemente mit den Massenzahlen a kleiner 12. Die Universalität des freien Falls bedeutet Delta T gleich 0 dagegen für alle Elemente. Dies ist eine starke Motivation, das Fallexperiment in Bremen durchzuführen. Ich würde sogar sagen, dass das Experiment unabhängig vom Ausgang eine Bereicherung der Physik ist, denn es schließt eine große Lücke in der Argumentation der Physik. Es gilt entweder Delta T gleich 0 für alle Elemente oder die Universalität des freien Falles ist nachweislich verletzt. Im Hintergrund geht es beim Experiment um nicht weniger als um die Gravitationsladung der Elementarteilchen E-, E+ und P+ und P-. Die Bremer Mannschaft könnte dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Für mich wird in dem Fallexperiment nur die Spitze eines Eisberges sichtbar gemacht, denn die vereinigte Feldtheorie ist fertig durchdacht. Es geht also um sehr viel in der Physik, nicht nur um die Universalität des freien Falles. Ich hoffe natürlich auf Ihre Unterstützung bei der Durchführung des Experiments. Danach würde ich mich um die Formalitäten kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Julia Tschatsch. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Tabellen. Und dann geht es hier weiter.
Schlussfolgerung. Falle Experimente mit Beryllium, Aluminium, Lithium, Aluminium, das was hier steht, ne, sind beim CERN noch nicht durchgeführt worden und die Fallzeitdifferenzen sind außerhalb der Fehlergrenzen, die man aus dem Literaturwert der Gravitationskonstante G ermittelt. Siehe Tabelle 1 und 2. Die Fallzeitdifferenzen der anderen Stoffe liegen innerhalb der Unsicherheit von G. Die Universalität des freien Falles ist in der Natur wahrscheinlich nicht realisiert. Das heißt, Delta T ist dann nicht gleich 0. Bei diesen Fallexperimenten sind folgende physikalische Sachverhalte zu klären. Zeigen die Filmaufnahmen eine deutliche Verletzung der Universalität des freien Falles ab Höhen von 110 Meter? Bestätigen die Auswertungen der Filmaufnahmen die vorhergesagten Unterschiede für die Fallstrecken Delta S zu M mit den gewählten Materialkombinationen? Zeigen die gemessenen Zeitdifferenzen mit Beryllium, Lithium und Lithium, was ist eigentlich Li-D, zu Aluminium eine Übereinstimmung mit den vorhergesagten Fallzeitdifferenzen Delta T ab 110 Meter? Die Konsequenzen. Wenn die Experimente die Ungültigkeit der Universalität, was ist denn das für ein Wort? Der Universalität des freien Falles zeigen und die vorhergesagten Zeitdifferenzen stimmen, dann liegt es nahe, die Hypothese der vereinigten Feldtheorie zu formulieren. Die Materie ist nur aus den vier strukturlosen, stabilen Elementarteilchen zusammengesetzt und das Gravitationsfeld hat eine sehr enge Verwandtschaft mit dem elektromagnetischen Feld. Aus der Hypothese folgt auch, dass es keine weiteren fundamentalen Teilchen und keine weiteren Wechselwirkungen gibt. Die Stabilitätsbedingungen der Atome muss auch auf eine neue Basis gesetzt werden und die Existenz der Photonen ist ebenfalls in Frage zu stellen. Krass. Eine Erweiterung der Fallexperimente auf andere Stoffe, insbesondere auf Thallium, Gold und Uran, ist zu erwägen. Gut, Memorandum. Zur Kontrollmessung der Universalität des freien Falles im Fallturm CERN. In meinem vom DLR finanziell unterstützten Experiment am 21.06.2004 ist bei annähernden Bedingungen des freien Falles mit dem Elementen Aluminium zu Lithium Delta AA, hier 1%, ne, gemessen wurden. Damit ist die Universalität des freien Falles eindeutig falsifiziert. So große Beschleunigungsdifferenzen sind bei dem Fallturmversuch aus 110 Meter Höhe in meinem Experimentaufbau mit rund 10 hoch minus 5 Fehlern sicher zu beobachten gewesen. Mein Messresultat ist konsistent mit der von MG zu MI abhängigen Streuung der newtonschen Konstante und mit den ebenfalls von 1 kleiner g hoch m durch mi abhängigen Abweichungen des keplerischen dritten Gesetzes von einem konstanten Wert in unserem Planetensystem. Beide liegen bei 0,15%. Der nur von mi abhängige relative Massendefekt der Isotope ist bei allen Elementen mit Massezahl größer 11, also als Bohr, größer als 0,64. Er hat beim Eisen den maximalen Wert von rund 0,78%. Die Summe dieser experimentellen Beobachtungen bestätigt, dass die Formel hier, mit der schweren Masse M von G und der trägen Masse, das ist hier die träge Masse, ist Mi, bei den uns bekannten Stoffen merklich von 1 unterscheidet und dass Delta ST größer 0 im Promillebereich stoffabhängig ist. Meine Messergebnisse im Fallturm wiesen nach, dass in der Natur die in der Gravitationsphysik mit Delta AA, also kleiner als 10 hoch minus 12, bestätigt geglaubte Universalität des freien Falles bereits eindeutig in 10 hoch minus 3 Größenordnungen verletzt ist. Ne? Also, so wie ich das verstehe, auf gut Deutsch haben die Kommazahl für die Gravitationskonstante hier auf 10 Stellen nach dem Komma, ne? 10 hoch minus 12 ist ja oder 12 Stellen hinter dem Komma festgesetzt, ne? Und der Euler hat da schon in dem Bereich, also bei 10 hoch minus 3 im Verhältnis von 10 hoch minus 6, eine Abweichung entdeckt und die ist ja wirklich in der Wissenschaft dann riesig. Obwohl das DLR weitere Unterstützungen zunächst zugesagt hat, wurde mir in dem Schreiben vom 12.11.2004 unter Bezugnahme einer unaufgeforderten, allerdings auf kleiner 10 hoch 12 basierenden technischen Analyse von der CERN MbH zur grundsätzlichen Eignung des Fallturms mitgeteilt, dass keine weiteren Fallturmabwürfe zur Verfügung gestellt werden.
Das DLR kam meiner Bitte um Aushändigung der ZAM-Analyse für eine wissenschaftliche Erwiderung nicht nach und von ZAM ist keine direkte Antwort zu erwarten. In der Analyse ist die von Anfang an bekannte ablehnende privatwissenschaftliche Einstellung der führenden Gravitationsphysiker von ZAM zu vermuten, denn sie haben bereits im Jahre 2003 mein erstes selbstfinanziertes Fallturmprojekt zur Kontrolle der Universalität des freien Falles unterbunden. Die Gravitationsforscher vom ZAM arbeiten an dem aufwendigen STEP-Projekt von ESA und USA, also mit 150 Millionen Euro Budget und mit einer angestrebten Genauigkeit von 10 hoch minus 18 an der Überprüfung des schwachen Äquivalenzprinzips der Universalität des freien Falles mit. Dieses Projekt soll 2005 durchgeführt werden. Bei 10 hoch minus 3 Verletzung der Universalität des freien Falles ist klar, dass STEP ein wissenschaftlich unbegründetes Vorhaben ist. In einem unveröffentlichten Fallturm-Experiment haben auch die Forscher von ZAM selbst eine wesentlich größere Abweichung der UFF als 10 hoch minus 12 beobachtet. Sie haben diese Erkenntnis jedoch nicht ernst genommen und nicht in die Bedarfsanalyse des STEP-Projektes einfließen lassen. Sie hindert auch mich mit allen Mitteln daran, meine ESO-Resultate weiter zu verfolgen und scheuen die direkte wissenschaftliche Auseinandersetzung. Eine kostengünstigere Möglichkeit für die Erhärtung der gefundenen Universalität des freien Falles Verletzung im Promillebereich, das heißt der Relation 1 größer, m von g und m von i, also die Trägermasse und die normale, in meiner Messung vom 21.04. als ein Fallexperiment von 110 Meter Höhe gibt es nicht. Deswegen setze ich meine Bemühungen, im Fallturm von ZAM zu messen, als ein privat finanziertes Projekt fort. In der Physik entscheidende Messdaten und nicht Meinungen in Gutachten und Theorien. Jo, dann hat er noch was geschrieben zur kalten Fusion. Das hat jetzt aber, ich habe nicht so richtig rausgefunden, was das jetzt direkt mit dem freien Fallexperiment zu tun hat. Na, bei dem wird dann im Kopf wahrscheinlich auch noch viele andere Fragen somit beantwortet gewesen sein. Da würde er viel mehr drin gewesen sein als ich, hier in diesem ganzen Physik- und Chemiezeug. Aber was für mich jetzt erstmal so hängen bleibt, ist schon mal ganz schön interessant. Also da hat er eine krasse Verletzung von einer Konstante festgestellt, die da seit Jahrhunderten aktuell ist. Und ein Projekt namens STEP hat praktisch seine weitere Forschung verhindert, weil die angeblich an irgendwelchen Werten bei 10 hoch minus 8 da dran rumforschen. Ne, was ja eigentlich gar keinen Sinn hat, wenn schon bei 10 hoch minus 3 krasse Abweichungen sind, was ja dann eigentlich bedeutet, dass, was macht ihr dann dort eigentlich? Ne, ist das dann eigentlich nur ein Vorwand, um hier irgendwelche Fördergelder für irgendwas zu benutzen, wovon dann die Öffentlichkeit nicht so richtig weiß? Ne, die Öffentlichkeit denkt dann, hier wird irgendwie mit den Erklärungen dafür dann natürlich an irgendwelchen Weltraumprojekten geforscht, aber wer weiß, wo dann in Wirklichkeit das Geld wirklich hingehen und ob die da alle nur drin sitzen und Däumchen drehen. Ich weiß es nicht. Also klingt für mich ziemlich nach irgendwie, naja, Black Project, was dort in ZAM gemacht wird, oder zumindest, dass dort die Gelder gesammelt werden für Black Projects. Ne, ob die jetzt gut oder schlecht sind, sei mal dahingestellt. Ne, immerhin heißt dieses Projekt ja da angeblich STEP, ne, was ja eigentlich Stufe heißt. Mal gucken, zu was es dann die Stufe ist. Wenn sie so fundamentale andere Experimente von anderen Physikern so vehement unterdrücken. Also ich finde es ein krasses Ding. Ne, wer sich da mal richtig reinlesen will, wie gesagt, so heißt das Buch und irgendwo ist auch die ISBN-Nummer. Hier ist die ISBN-Nummer. Alles klar, bin gespannt, was da noch so bei rauskommt demnächst. Ich danke erstmal für eure Aufmerksamkeit. Bis später.